Hallihallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Super Mario Bros. X. Ja, das letzte Mal haben wir hier ein bisschen sehr stark gefailt in dem Level in der Abenddämmerung. Und blödes Level, Brock. Ich hasse das Level. Naja gut, ich hasse es nicht. Hier ist es ein cooles Level. Ich habe es nur ein bisschen, ein bisschen überarbeitet. Bearbeitet klingt ganz gut. Obwohl, es klingt ein bisschen zu sehr. Ach, Leute, wisst ihr was? Guckt einfach selbst. Ich hab das ein bisschen modifiziert. Ja, so dass es nicht mehr ganz so grotte ist. Und wir gehen nochmal hier rein mit hüpfenden Sprungfeuerblumen Mario, der hier alles und jeden vernichtet. Ja. Ich bin heute übrigens auch mal gespannt. Ja, ich bin nicht nur gespannt, wie ich mich heute schlagen werde. Nein, ich bin auch gespannt. Bams und Bams und Bams. Haha, super cool. Nein. So. Ich wollte jetzt den Schuh zwar nicht verlieren, ist mir jetzt aber auch völlig wumms. So, was ich sagen wollte war, ich bin mal gespannt, wie heute meine Stimme im Video später sein wird. Denn letztes Mal war die ja nicht so ganz so pralle gewesen, ne? Also es hat sich irgendwie angehört, als würde ich irgendwo hier weit hinten reden und dass da ganz irgendwie so ein komischer Hall zu hören ist und ich habe kurz aufgepasst und er stört verdammt. Aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Aufnahme heute sein wird. Denn, der letzte Folge gesehen hat, der hat gemerkt, es war totale Grotte hier. Alles. Naja, und ich bin mal, wie gesagt, ich lasse mich mal überraschen. Und ich habe vorhin eine kleine Testauflage gemacht. War alles bis jetzt auch in Ordnung. Nur irgendwie bin ich bei Audacity ja nicht mehr so sicher. Weil ich stellt ganz gerne mal in letzter Zeit die Einstellung um. Wie letzte Folge gerade bewiesen wurde. Und wir jumpen hier rüber und natürlich kein Kugelpanzer. Na gut. Können wir hier hochspringen? Ja, cool, wir können hier hochspringen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Nee, wusste ich ehrlich noch nicht. Am Mario kann scheinbar tatsächlich so hoch springen können. Hä? 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 Was ist hier los? Hä? Ja, Leute, ich habe einen Bug gefunden. Ich würde sagen, das machen wir gerade schnell nochmal. So viel war das jetzt zum Glück nicht, dass ich jetzt bis dahin cutten muss. Das kommt jetzt alles mit Isidio, ja. Ach, die starten wir ja wieder hier. Das war ja so diese Geschichte gewesen. Ist auch egal. Ich habe mir kurz vor Aufnahme ja nochmal hier schnell Schuh und Feuerblume geholt. So. Und damit wir mal voll ausgerüstet sind. Und oh mein Gott, Leute, ich guck gerade auf die Uhr und muss gerade feststellen, dass ich ein bisschen knapp wieder an der Zeit bin, denn es ist wieder Freitag, wo ich hier heute gerade aufnehme. Und der Nachteil daran ist, dass Freitag ist. Ist. Nein! Ja, verdammt, der Schuh macht auch nichts, ne? Verdammt. Ich wollte in die andere Richtung kicken. Ach, verdammt. Irgendwie funktioniert heute gar nichts, was ich machen möchte. Egal, was ich sagen wollte war, es ist momentan ja Freitag. Und ich fahre heute wieder nach Hause. Das bedeutet, ich muss heute noch meinen Zug erwischen. Und, cool, der Schuh war noch da. Und ich hoffe, dass ich das noch alles rechtzeitig hier aufgenommen bekomme. Aber ich denke schon, also in etwa einer Viertelstunde oder so müsste ich auch langsam los. Schauen wir mal. So, jump mal hier hoch. Abgeschossen. Cool. Nice. Und jetzt müsst ihr alle sterben. Gut. Und jetzt gucken wir mal nach und hoffen, dass diesmal nicht dieser komische, ich versetze einfach mal hier dieses lustige Raketenholzfliegeteil um ein paar Blöcke nach unten, dass das jetzt nicht irgendwie passiert. Dankeschön.
Der Zeiger ist aber gerade echt merkwürdig. Ist mir gerade wirklich zum ersten Mal passiert. Vorführungseffekt. Naja, ist wirklich so. Das ist wieder dieser blöde Vorführungseffekt. Das war ein blöder Podeball. So, und jetzt haben wir eigentlich keine Sorgen mehr. Wir müssen einfach nur noch den letzten Bullet Bills ausweichen. So, einmal schießen noch bitte. Dankeschön. Ah, verdammt, nein. Na, uncool. Uncool. Ja, was machen wir jetzt? Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich cutte euch gerade mal bis dahin. Bis gleich oder so. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und wir wollen ja ganz, ganz schnell hier durchlaufen. Oh, renn hier durch. Ich hab übrigens ein bisschen gecuttet, wie ihr gesehen habt. Wow, Hilfe. So, zack, wada, und einmal zack, wow, und okay, gut, das haben wir noch rechtzeitig bekommen, bevor wir abgestürzt sind. Ja, mit der nächsten Mundmünze, alles klar, sehr schön, sehr nice. Jump mal weiter und, oh, jump, alles klar, sehr nice. Das war natürlich wieder voll geskillt. So, und, so, natürlich werden wir das auch heute schaffen. Da bin ich mir ganz sicher, Leute, passt mal auf. Das Problem allerdings ist, dass das Level, das hier nachkommt, überhaupt nicht bearbeitet ist. Das heißt, der ganze Rotz, den wir gerade hier machen, ist so mehr oder weniger für den Rotz. Ja, könnte man so ausdrücken, denke ich mal. Also die ganze Mühe, die wir gerade machen, bringt nichts. Ah, doch, ein bisschen bringt was drin. Ich habe nochmal nachgeguckt, was hier das super special, super special Item ist, was wir bekommen, wenn wir hier alle roten Münzen eingesammelt haben. Oh Leute, das wird uns ungemein helfen. Und das ist ein Item, das war erst so abfällt. Oh, Hilfe. Wenn wir wieder durchgetickt hier. Das werden wir erst bekommen, wenn wir in Welt 3 uns befinden. Und das Problem ist, Welt 3 ist noch überhaupt nicht bearbeitet. Welt 2 ist noch überhaupt gar nicht bearbeitet. Also wir befinden uns gerade hier, wie gesagt, in Welt 2. Und das ist noch absolut gar nicht bearbeitet. Das doch schon zum größten Teil. Aber... ja, dazu müssen wir ein bisschen kann noch gemacht werden, sag's mal so. Ein bisschen kann noch definitiv gemacht werden. Ah, Hilfe. Okay. Ich sag die ganze Zeit okay. Aber hier ist absolut alles kein Problem, wenn wir hier so ganz cool und mega abgeskillt, abgespaced, meine ich, mega abgespaced hier die, den Bullet Bills ausweichen. Nice. So, sehr schön. Holen wir uns die Yoshi Coin. Ja, damit. Zack. Oh, nein. Okay. Nehmen wir das Teil mal mit. Als zusätzlichen Schutzschild. Nein! Ich wollte eigentlich nice sagen, aber das hat auch gerade gepasst. Wisst ihr was, Leute? Dieses Level darf der Zukunfts-Marty mal machen. Das ist mir jetzt völlig wumms. Wir gehen jetzt in ein anderes Level rein, damit wir überhaupt hier irgendwas erreichen. So. Es ist mir jetzt völlig egal, wenn ihr das Level jetzt auch zum Schluss sehen wolltet. Es ist auch dieses Special-League-Item völlig egal. Wir gehen jetzt einfach in ein anderes Level rein, was auch bearbeitet wurde und was auch hier langsam mal allerhöchste Zeit ist, dass wir doch mal sehen, was nämlich ziemlich cool ist. Denn das Level heißt Let's Rock'n'Roll. Das machen wir jetzt auch mal gerade, Leute. Pass auf, was hier für Musik läuft. Pass auf. Yeah. Sehr geil, Leute. Born to be Wild. Von Steppenwolf natürlich. Geile Musik hier. Ist aus... also muss ich überlegen. Rock'n'Roll Racer heißt das Spiel, wo ich die Musik hier habe. Ein richtig geiles Autorennspiel. Und ja, das ist auch eigentlich etwas, was man mal zocken könnte, ne? Vor allem, weil ich ja noch Super Mario Kart auch noch zu Ende spielen muss hier. Ich hab's nicht vergessen, Leute. Aber ich mache das so lange nicht, bis ich ein neues Gamepad habe. Was funktioniert?
Ah, ja, Hilfe. Wow, alles klar, super cool. Leute, mit dieser Musik ist einfach alles cool. Sogar wenn man mich jetzt hier runterspringen würde und einfach wieder nicht krepieren würde, das wäre cool. Weil die Musik das einfach cool macht. So. Ninji wurde mit dem Buzz... Ich habe letzte Folge versehentlich einmal Buzzbeetle zu dem Typen gesagt, ne? Das ist... Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Da kommt das nur Mario Bros. 2. Ich kenne mich mit so Mario Bros. 2 Gegner nicht aus, obwohl die alle Namen haben. So, dann rutschen wir hier runter. Und jumpen weiter hoch und jumpen weiter und jumpen noch höher. Oh Gott, Leute. Und oh, alles klar, super cool. Das war awesome. Das war awesome, Leute. Und mächtig cool. Okay. Oh, das Level an sich ist so cool, Leute. Oh, du bist uncool. Nein, nein, du blöde Pflanze. Okay, ich hab zu, Leute. Diese Pflanze war das einzig Uncoole an diesem Level. Und, ach ja, genau. Wir wollen erstmal hier diese lustigen Käfer nochmal hochklettern. Was heißt Käfer hochklettern? Die sollen uns helfen, hier hochzuklettern. Denn da oben befindet sich noch eine weitere rote Münze. Her damit! Sehr nice. So. Jetzt müssen wir den Typen da einfach seinen roten Panzer einmal schießen lassen. Oh, Hilfe. Alles klar. Hey! Okay, das war zwar so nicht geplant, aber egal. So. Jo, hier war eine rote Pflanze drin. Rote Pflanze? Eine Feuerblume. Tja, Kumpel, dann, bist du jetzt einfach mal da unten, ja. Einfach mal hier die Spike-Dogs vorbeiziehen lassen. Oh, da kommen uns auch schon mal zwei Shy Guys entgegen. Hi, Kumpels, na? Auch hier? Mhm. Man sieht's. Boah, stirbt. Oder dich habe ich genau gesehen, Kumpel. Komm mal raus, genau, ja. So, abgeschossen. Bang. Okay, Leute. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass wir hier einfach unsere Power-Ups verlieren. Und mit diesem Schallgeil schmeißt einfach die Pflanze da drüben ab. Sehr schön. So, alle Münzen eingesammelt. Und auf die Röhre, auf die Röhre, auf, dankeschön. Oh nein, ein Sniffet. Was war das denn? Was war das denn? Der hat mich doch gar nicht getroffen, ich schon auf seinen Kopf. Nein. Sag mir nicht, dass ich wieder normal alles machen muss. So, komm raus, du elende Pflanze. Also, jetzt aber, oh, Jump. Okay, cool. Nein, 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 ich habe den Schwung verloren. Oh Gott, den habe ich ja fast vergessen, den Typen da. So, springen hier rüber, holen uns einmal den hier. Und rennen gegen den Hammer, Bruder. Und bringen den zum Fall. Sehr schön, so ist es geplant. Okay, da kommt ein Rex wieder entgegen. So, wir haben erstmal hier wieder einen Mushroom, das ist schon mal sehr nice. So halten wir einen Treffer mehr aus. So, Spuck. Dankeschön. So, und da haben wir zwei weitere rote Münzis. Her damit. Und da haben wir auch schon den Mittelpunkt. Nice. Und da warten wir jetzt auf das blaue Brett. Denn das blaue Brett ist ein blaues Brett, was ziemlich cool ist. Und das uns hier über diese ganzen Gift-Shrooms überlenkt. Und da wurde ich schon wieder getroffen. Das gibt's doch nicht. Das kann ich nicht akzeptieren! Okay, Leute. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir jetzt hier entweder den Panzer nach rechts oder nach links schmeißen. Wir schmeißen ihn nach links. Einfach, um so an alle roten Münzen und Yoshi-Coins ranzukommen. So, jetzt muss man warten, bis das Teil weg ist. Weil ich habe momentan ein bisschen Angst, Dankeschön. So, da ist eine Pflanze drin. Hätten wir das Teil nach links geworfen, die Cooper Shell, dann... Oh Gott, Lakitu. Warum habe ich den drin gelassen? Was soll ich gerade mal sagen? Ach ja, genau. Ich wollte sagen, dass ich
die wenn wir hätten mal den Panzer nach rechts geschmissen. Dankeschön, du Penner. Hätten wir den Panzer nach rechts geschmissen, hätten wir einen Yoshi bekommen. Aber den Yoshi, den kommen wir auch hier. Pass mal auf. Sondern einen cooleren Yoshi. Das ist jetzt extrem blöd, dass ich wieder keine Power-Ups habe. Ach, was soll man machen, was soll man machen? Jump mal rüber. Okay, nice. Okay. Und nochmal zu dir hier. Diesmal lassen wir uns nicht von einem Spiny treffen. Ja, mach doch schneller. Ach verdammt, jetzt haben wir... Jetzt ist es eh egal. Fällt mir gerade ein. Jetzt sind ja unsere ganzen roten Münzen, die wir vorher eingesammelt haben, weg. So, hier noch Yoshi drin, ne? Ja. Na, komm mal mit. Na gut, die roten Münzen holen wir uns dann ein anderes Mal. Würde ich sagen. Zack, fress mal dich. Rein hier. Und jetzt ist's cool, Leute. Passt mal auf. Einfach runtersliden. Und yeah. Jumpen jetzt hier weiter. Ich drücke übrigens keine Taste mehr, Leute. Und falls es nicht klappen sollte, können wir immer noch in einen dieser Reset-Röhren da rein. Bis jetzt sieht's extrem gut aus, muss ich sagen. Nein! Okay. Das ist aber schon ziemlich cool. Wir sind einfach mal quer über diese lange Rutschpartie hier. Einfach mal schaffen, rüber zu kommen. Jump, jump, jump. Und weiter. Oh nein, verdammt. Da hat man zu viel Schwung gehabt. Nochmal rein. Es war ein bisschen ein Glücksspiel. Und man muss da gucken, bis wohin halte ich noch fest, wann lasse ich los und alles, ne? Aber ich finde das ganz cool eigentlich, bis auf diese eine Stelle, da, weil ich mich andauernd dort verhake. Also nochmal. Nice ist auch, dass man hier nicht sterben kann. Das ist einfach hier just for the lulz einfach, hier habe ich das eingebaut. Jump, jump, jump und jump, 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 jump und jump, jump. Nein. Okay, nochmal. Man kann es einfach durchrutschen, Leute. Pass auf. Und jump, jump. Jump, jump, jump. Oh Gott, Leute. Schaffen wir es? Schaffen wir es diesmal? Schaffen wir heute überhaupt irgendein Level? Ich bin gespannt. Jump, jump, jump. Und jawohl! Wir schaffen es. Wir sind cool. Alles klar, Leute. Super nice. Dann holen wir uns nochmal die rote Münze da oben. Aus was für Gründen auch immer. Und nehmen wir Sprungbrett mit. So, und während wir jetzt Luigi, können wir jetzt auch in diesen roten Schuh rankommen. Aber wir sind nicht Luigi, wir sind Mario. Darum rennen wir einfach mal querfeld einen drüber. So. Okay, Leute. Level geschafft. Und ich würde mal sagen, das ist auch mal wieder für heute gewesen. Ich hoffe, ihr habt auch für diese Folge Spaß gehabt. Darum, ciao Leute, das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Martin. Tschüss, ihr Kassel, bis dahin.